Mein Name ist Rainer Eichhorn, ich komme aus Liederbach am Taunus. Unsere Dienstleistung umfasst verschiedenste Aufgaben, unter anderem auch den Lohntusch, den wir auf einer Fläche von 850 Hektar dieses Jahr zu bewältigen haben und wollen dieses Jahr mal schauen, was der T550 bereit ist, in der Kampagne zu leisten. Wir wollen hohe Leistung fahren, wir wollen eine gute Strohqualität haben, wir wollen aber auch Flexibilität haben. Flexibilität von einem Mähdrescher ist bei uns sehr wichtig, da wir auch sehr viel Raps im Anbau haben, wo wir dann tagsüber im Weizen dreschen und dann abends noch in den Raps reingehen, ist eine schnelle Umrüstung der Maschine unbedingt erforderlich. Mein Name ist Sascha Komm, ich bin Betriebsleiter auf dem Bensheimer Hof im südhessischen Ried. Wir lassen von einem Unternehmer Gerste dreschen. Die Herausforderungen sind eine saubere Duschqualität, eine schonende Duschqualität und ein sauberes Stoppel- und Häckselbild. Mein Name ist Jens Bernbach. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Familie einen Ackerbaubetrieb in Bad Camberg. Mit Rainer Eichhorn arbeiten wir seit vielen Jahren als Lohnunternehmer zusammen. Mir ist wichtig beim Drusch, dass wir wenig Verluste haben bei hoher Leistung, gleichzeitig aber auch das Stroh möglichst schonen. Ja, das heißt, also ich will wenig Bruchkorn haben, ich will eine gute Austauschqualität haben und ich will eine gute Strohqualität haben. Für mich bedeutet, dass die Strohhalme möglichst intakt bleiben, möglichst lang bleiben, dass die Schwaden locker aufliegen, sodass die auch nach einem Regen nochmal gedreht werden können. John Deere verspricht mit einem 5-Schüttler mehr Leistung als andere Hersteller mit einem 6-Schüttler. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, deswegen gucken wir uns das heute hier zu Hause auf dem Betrieb mal an. Ich habe nie gedacht, dass eine so hohe Durchsatzleistung und Druschqualität und gleichzeitige gute Strohqualität überhaupt vereinbar ist, was der T550 hier hinlegt, habe ich so noch nie erfahren. Weil wir dieses Druschergebnis nur von einer 6-Schüttler-Maschine herkennen. Wir dreschen hier aktuell mit einer Leistung von rund 3 Hektar pro Stunde. Bei einem Ertrag von 10,5 Tonnen macht das also eine Leistung von etwas um die 30 Tonnen pro Stunde. Das ist meines Erachtens eine sehr gute Leistung. Mit unserer bisherigen Maschine liegen wir da etwa bei 20 Tonnen in der Stunde. Ich habe gerade die Druschqualität kontrolliert, dass sie nicht so hart gedroschen ist und dass die technische Reinheit in Ordnung ist. Es sind wenig verschlagene Körner und es ist sauber ausgedroschen. Wir haben unterschiedlichste Druschfrüchte geerntet, angefangen von der Wintergerste über Sommergerste, Erbsen, Raps, Roggen, Weizen. Die Flexibilität von der Maschine ist einfach super. Der schnelle Umbau im Feld, das schnelle Umsetzen. Wir haben ein klein strukturiertes Gebiet, wo wir häufig die Schläge wechseln müssen, beziehungsweise unser Straßenfahranteil ist auch sehr hoch. Wir brauchen lediglich gut 5 Minuten, um das Schneidwerk komplett, beziehungsweise mit der Maschine komplett auf Raps umzustellen. Ist einfach super. Und dadurch kann ich mir nur diese Höchstleistung mit erklären. Die Wendigkeit ist sehr wichtig. Und wenn man diese Maschine mal selbst gefahren hat und das erlebt hat, merkt man erst mal, wie wichtig Wendigkeit ist. Und wenn man das dann mal zu schätzen weiß, möchte man es nicht mal anders da haben. Der Wohlfühlfaktor in der Kabine ist super. Ein absolut angenehmer Arbeitsplatz. Der Sitz, die Lautstärke der Maschine ist einfach super angenehm. Wir haben heute den 29. Juli, haben jetzt 306 Hektar auf der Uhr. Für einen 5-Schüttler eine für mich überhaupt nicht erwartete Leistung. Wir hatten heute Morgen das Tagesziel, gegenüber den 22 bis 23 Hektar mit unserer eigenen Maschine unter vergleichbaren Bedingungen 20% draufzulegen. Die haben wir locker geschafft und darüber hinaus.
Wir haben heute unter den Bedingungen, die wir hatten, einen Kraftstoffverbrauch von 18,2 Liter pro Hektar. Man muss dabei berücksichtigen, dass wir durchaus harte Bedingungen für die Maschine hatten. Wir haben hohe Kornerträge, hohe Stroherträge und zähes Stroh dabei, das wir zu über 50% der Fläche auch gehäckselt haben, mit einer guten Hexenqualität. Von daher passen der Spritverbrauch absolut in die Welt. Ein besonderes Erlebnis, muss ich sagen, weil ich in der Vergangenheit eigentlich nur Rotor gefahren bin und gemeint habe, dass man so eine hohe Leistung mit einer Schüttlermaschine gar nicht erreichen kann. Dass wir das hier mit einem 5-Schüttler nur erreicht haben, lässt mich absolut staunen und was da eine Leistung installiert ist. Die Versprechen sind vollends erfüllt worden und von daher sind meine Erwartungen absolut übertroffen worden. Jetzt machen wir noch die letzten zwei Bahnen weg und dann ist Feierabend für heute. Dann packen wir ein und dann ist Schluss.